Leute, willkommen zurück zu David, Battlefield 1. Ich wollte schon sagen Battlefield 3. Wir spielen als Sturmsoldat. Ich bin falsch gelandet und ich krieg jetzt schon auf die Fresse, das ist doch schön. Wir gehen jetzt zu A einfach mal. Oder wir lassen's. Ich mache mal das Spiel ein bisschen leiser, es ist ganz schön laut. So. Ich möchte eigentlich... Was ist denn das für überhaupt für eine Eroberung hier? Ach ja, ich spiele mit Schrotflinte. Oh, scheiße, ist nicht gut. Medic! Gib mir jetzt was! Please. Da. Ey, du bist so eine hässliche Hure, ey, wirklich. Jetzt ohne Witz. Da versucht man mal wieder ernsthaft Battlefield zu spielen. Und was kommt bei Battlefield 1? Natürlich, die Medics, die heilen nicht. Wie ich sowas einfach nur verabscheue. Okay, ich glaube, Schrotflinte ist hier keine gute Idee. Aber ich probiere einfach mal mein Glück. Leute, ich hab die getroffen mit 18 Schaden. Ich glaube, ich sollte mal die Waffe wechseln. Aber ich habe Schrotflinte wegen der Waffe. Ja, das ist hier übrigens die zweite Season. Das bedeutet, es wird wieder Battlefield 1 öfter kommen. Jetzt einfach mal zum U-Boot-Bunker. Ich hoffe mal, das klappt irgendwie. Ich glaube, hier ist eine Schrotflinte nicht ganz so geil. Hier ist eine Schrotflinte gar nicht so gut eigentlich. Ich probiere mal eine andere Waffe. Aber ich will trotzdem Sturmsoldat bleiben. Anpassen. Jawohl, die Modell-Dingsbums muss weg. Wir nehmen jetzt mal einfach mal... habe ich mit der schon gut Kills? Wo stehen denn die Kills? Nirgendwo, wa? Stehen immer nur Service-Stars irgendwo. Aber nicht mal hier steht irgendwie was. Hier haben wir die Hazebrook. Das heißt, die haben wir schon mal ein bisschen gespielt. Okay, nice. So, dann gehen wir jetzt mal zu... ihm da. Jawohl, das sieht doch schon besser aus. Das Sägewerk wird eingenommen von den Gegnern. Aber keine Sorge. Der Captain ist da. Und der Captain bin ich. Seht ihr? Seht ihr? Boah, Alter. Scheiße. Guckt euch mal seinen Fuß an, das sieht nicht gesund aus. Mann, mein Hals, ey. Schnell noch bei B spawnen. War ganz schön knapp, ey. Wenn ein Gegner von hinten kommt, dann kann man einfach nichts machen. Ist einfach so. Und die dominieren uns gerade komplett, sehe ich gerade. Alter Falter. Okay, wir sollten... ich würde auch ganz gerne mal zu A gehen. Aber wir sollten zu HMS. Ah, das ist ein ganz anderes Schiff. Lol, was? Ein Boot. Ein Boot. Oh, guck mal, das habe ich aber noch nicht gesehen hier so. Ein Boot. Ein Bötchen. Ich versuche zur HMS zu gehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, das ist auch übrigens das Map Pack Turning Tides. Komm, Sprumbamba. Los, Sprumbaba. Ist das ein Medi? Nee. Boah, wie ich jetzt hier einnehme, ey. Verbündetes Dreadnought. Ist das ein krasses Schiff oder was?
Alter, hab ich Punkte gemacht. Scheiße. Nein, 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 nein. Scheiße. Okay, die Panzerabwehrgranate hat mich ein bisschen komplett gebumst, aber gut. Hier ist auch kein Medi in der Nähe. Schade. Aber ich habe immerhin mal was fürs Team getan. Ich spawn jetzt mal bei A. Ich war hier noch gar nicht halt. Ich kenne die Map auch komplett nicht. Also, ne? Und ja, die Dreadnought ist anscheinend ein krasses Panzerschiff. Ein Panzerschiff vor allem. Wie hab ich denn geschossen, ey? Wie ein Vollspasti. Das war jetzt eher schlecht. Aber ist egal. Wir können uns wo spawnen. Fuck. Ja, beschleunige mal. Wir gehen mal zu Uwe Bunker. Schnell rennen da. Der hat schon auf mich geschossen. Uncool. Oh Gott, schieße ich scheiße. Oh, Kacke. Ach komm, ey. Ja, ich habe aber auch nicht so gut geschossen. Alter, wie laut bin ich denn manchmal, ey? Ist das normal? Wartet mal. Ich mache mein Mikrofon ein bisschen höher. Ich glaube, das ist mal besser. Ich hab's wenigstens versucht, dahin zu kommen. Oh! Oh! Ernsthaft jetzt? Wow. Da dachte ich jetzt endlich mal, geil. Jetzt bin ich mal in so einem krassen Zeppelin oder sowas. Also die Dreadnought anscheinend. War das die Dreadnought? Okay, da kann ich nicht spawnen. So, let's go. E wird gerade eingenommen. Ich höre doch gerade noch rein. Scheiß drauf, wir gehen jetzt zu D rein. Okay, oder auch nicht. Komm zu D. Ich will da hin. Gott, ey, schieße ich wie eine Oma. Oh, Heilung. Huh. Da, fuck you. Ich gehe zum Munitionsdock. Ich probier's zumindest.
Ist gerade einer reingerannt? Oh, okay, alles gut. Okay, let's go. Anforderungen. Ich hab mich erwischt! Sanitäter! Ah, der heilt mich ja schon. Nice. Danke. Wir verlieren zwar, aber ist mir egal. Wir machen hier noch ein paar Kills. Komm. Wir haben verloren. Aber es war lustig. Es hat Spaß gemacht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Achibaba. Bester Trupp Emil. Okay. Ah, tägliche Schrottbelohnung. Ja, nice. Ich habe jetzt mal ein bisschen Schrott bekommen. Auch geil. Ich muss mal den Sniper mal wieder spielen. Der ist fast auf Stufe 1. Auf Service Star 1. Wäre schon ganz geil. Leute, ich muss aber leider beenden, denn ich will diese Folge auf 60 FPS hochladen. Das bedeutet, ihr sollt ja die volle Dröhnung bekommen. Das Problem ist halt, dass die Folge nicht ganz so lang wird, aber morgen kommt noch eine Folge Battlefield 1. Das hier ist ein kleiner Einstieg und ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Ich werde ab jetzt dann immer so ungefähr so volle Runden aufnehmen, versuchen aufzunehmen. Also wenn ich in eine Runde reinkomme, die schon so jetzt wie jetzt kurz vorm Ende ist, sage ich jetzt mal, dann werde ich die nicht mit aufnehmen, aber dann eine neue Runde werde ich dann machen. So, aber das hier ist nun mal die erste Folge, ob ihr auch wirklich Battlefield 1 wollt. Denn ich habe sehr viel Spaß mit Battlefield 1. Wenn die Server ein bisschen voller wären, dann könnte man auch ein bisschen variieren, aber das ist bei jedem Battlefield der Fall. Nach einem Jahr ist das sowieso wieder tote Hose. Obwohl, das war bei Battlefield 4 anders. Und bei Battlefield 3 erst recht. Das, da, ja, es wird jedes Jahr immer ein bisschen schlimmer mit den ganzen Leuten. Das gerade eben gegen Ende war echt eine geile Sache, ja, mit den ganzen Kills, mit den ganzen Sanitätern. Hat Spaß gemacht. Die Map ist auch sehr cool gewesen. Eine nette Idee auf jeden Fall. Mir hat das Hauptschiff am meisten gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werde ich dann entweder Eroberung oder Rush versuchen. Team Deathmatch nicht. Das ist ein bisschen zu kurz. Dafür, dass Battlefield nur zweimal die Woche kommt, will ich eigentlich eine Eroberung und eine richtig krasse Map haben. Wir hatten gespielt Turning Tides. Da ist die Map, die zweite. Ich werde Turning Tides auch wieder machen. Ich werde erstmal alle Maps von Turning Tides mir mal so ein bisschen angucken. Und kann sein, dass dieses Mal wieder dieselbe Map kommt mit Eroberung. Ich weiß es nicht. Moment, was heißt das? Achso, dass Leute jetzt spielen. Dass das Freunde jetzt hier spielen, Hauptspiel. Okay, naja. Gut, wir sehen uns zur nächsten Folge Battlefield 1 morgen. Haut rein. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es, auf jeden Fall. Bis morgen und ciao.